Vier Gesellschaften werden zu einer zusammengelegt. Die Landesregierung hat beschlossen, dass die vier öffentlichen Gesellschaften, die als Dienstleister der Wirtschaft in Südtirol tätig sind, zusammengelegt werden. Es handelt sich dabei um die Standort-Marketing-Agentur BLS, die Südtirol-Marketing-Gesellschaft SMG, die sich um das Tourismus-Marketing kümmert, die Gesellschaft DIS, die als Innovationsdienstleister tätig ist, sowie die Exportorganisation Südtirol EOS. Die Eigentümer der Gesellschaften, das Land Südtirol, die Handelskammer Bozen und die zu einem kleinen Teil an DIS beteiligte Gemeinde Bozen, haben sich geeinigt, die vier Gesellschaften zu einer zusammenzulegen. Wir haben uns in den letzten Wochen eingehend mit diesen Körperschaften befasst. Es hat eine interne Analyse stattgefunden seitens der Verwaltungsräte bzw. Direktionen dieser Gesellschaften, die dann auch gemeinsam noch zusammengeführt worden ist. Also alle vier Gesellschaften haben genau aufgelistet, was sie eigentlich machen, was sie tun, wo es Überschneidungen gibt. Man hat danach eine Analysephase folgen lassen, eben ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Wir haben jetzt ein Ergebnis. Es besteht zwischen den Eigentümern ein grundsätzliches Einvernehmen darüber, dass wir diese vier Gesellschaften zu einer zusammenführen wollen. Seit 2011 müssen die Betreiber der Großkraftwerke dem Land und den Gemeinden Umweltgelder zahlen. Die Landesregierung hat nun einen eigenen Beschluss für das Kraftwerk in St. Florian in Laag bei Neumarkt gefasst, mit Geldern in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Begünstigte sind die Gemeinden Neumarkt, Salurn und Altrei. Dieses Kraftwerk ist eines der größten. Wir haben hier dort eine durchschnittliche Jahresproduktion von über 400 Millionen Kilowattstunden. Und das ist eigentlich das drittgrößte, was wir haben, nach Kardaun und Brixen. Das 630 Quadratmeter große Einzugsgebiet der Anlage befindet sich rund zu einem Drittel auf dem Gebiet unserer Provinz, also Südtirols, und rund zwei Drittel auf dem Gebiet der Nachbarprovinz Trentino. Zunächst als qualitatives Kriterium, danach als Ausschlusskriterium wird der Zweisprachigkeitsnachweis künftig zu einem zentralen Bestandteil der Ausschreibungen von Dienstleistungen des Landes. Dies hat die Landesregierung nun beschlossen.